Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario The Origami King. Eigentlich, ja, wir sollten eigentlich die Welt retten, aber wir erkunden gerade lieber den weiten Ozean und sterben dabei. Ne, wir erkunden aktuell den weiten Ozean, anstatt mit der Story weiterzumachen, weil das ein wenig interessanter gerade finde ich ist. Die ganze kleine Insel dazu erforschen. Rette mich, oh Glückseligkeit. Ja. Danke, war ja nicht ganz sicher, ob das klappen würde. Und da unten gibt es einen tollen Schatz. Keine Reise ist zu weit zur ewigen Glückseligkeit. Und ich mache direkt einen kleinen Cut nach einer Minute, weil es klingelt. So. Da sind wir wieder. Ne, musste eben kurz jemanden reinlassen. So, dann fahren wir so direkt zum nächsten Island. Was für, haben wir das jetzt 100% abgeschlossen, oder? Ja. Wir wollen ablegen. Ich habe so viel Spaß auf dem weiten Meer. Und dann wieder auf die nächste Insel. Mann, das nimmt hier ja kein Ende. Wahrscheinlich bin ich auf 3K zu füllen. Ein Hammer-Einland von Wellen umspült. Nägel mit Köpfen. Wie soll das Hammer-Einland sein? Ich habe gerade mal die Hälfte erkundet. Noch nicht mal. Aber keine Sorge, wir machen schon noch mit der Story weiter. Aber ich habe gerade etwas viel Spaß und lasst mich das einfach machen. Lasst mich das genießen. Es sieht mir. Es sieht mir zu einfach aus. Sagenhafter Hammer. Der stärkste Hammer überhaupt und der hübscheste dazu. Oh, mein Hinterhalt. Es brennt. So, Ausrüstung. Hab ich die hier? Ich will ihn ausrüsten. Der Gegner wohl kann man kaum wegkriegen. Keine Reise ist zu weit für ewige Glückseligkeiten. Ich werde mich erst mal darum kümmern, dass hier alles erkundet ist. Das ist das Wichtigste. So, und dann besiegen wir erstmal die alle. Yoshi's Island kennt man die doch, oder? Das ist Yoshi's Island? Das müsste Yoshi's Island gewesen sein. Bezahlen wir euch einfach mal. Mit dem Höchsten, was ich geben kann. Ich werde so geheilt, wie nett. Ich will den sagenhaften Hammer probieren. Ach, ein Viertel, das ist echt gut. Die möchte gerne Pflanze. Ach warte, ich kann da hinten drauf springen. Scheiße. Scheiß möchte gern Pflanze. So, gib mir doch einfach mal ein wenig Gold. Hier was war eigentlich noch zu erwarten, das war sehr offensichtlich. Hier ist auch noch irgendwas.
erstmal den Schatz öffnen, weil wir es können. Ein Hammer. Ja gut, das habe ich eigentlich vorhin schon bei der anderen Kiste erwartet. Oh, Captain Toad. Da macht man hier auch noch platt. Hier gehen wir mal mit Eisenstiefeln rein. Und hier mache ich eine Feuerblume. Einfach weil ich kann. Ich pack die Röstaroma aus. Interessant, dass der sogar ausgehalten hat. Er hat doch keinen Kartenangriff. Na, und der Hummer sollte sie eigentlich umbringen. Habe ich die in der Folge nicht abgeschlossen? Nee. Hier fehlt noch ein Fragezeichen, bekommt noch ein Toad. Dann ziehen wir erstmal hier. Ah, ich bin gerettet. Die zeigen mir alle, wo ich Schätze finde. Wie schön. Hier ist irgendwo noch einer. Wo ist die Frage, ne? Hier ist auch noch irgendwo einer. Hier sind noch zwei Blöcke irgendwo versteckt. Sind ja noch 50% geschafft. Mal sehen, ob wir die finden. Hier in dem Bereich, wahrscheinlich auf diesem Fass. Die Frage, wie komme ich auf besagtes Fass? Ich bin ja auch kein Magier, ne? Das Pfeifen wird umgehört. Vielleicht finde ich es auf der anderen Seite zuerst, wer weiß. Wie habe ich absolut gar keinen Anhaltspunkt, was sein könnte. So, warte, ich melde mich mal wieder, wenn wir sie gefunden haben. Offscreen, wartet. Cut. Ja,
Den ersten habe ich gerade ganz random gefunden. Ich bin einfach nur irgendwie rumgesprungen. Eine Eisblume. So, und der nächste ist irgendwo auf der Seite. Na, super. So, jetzt haben wir die Insel auch abgeschlossen. Oder? Ja. Weiter geht's. So. Wir wollen ablegen. Ich glaube, ich könnte 60.000 Fahrt hier verbringen. So. Das hier sieht aber interessant aus. Ich will hier mal tauchen. Und scheinbar ist hier sogar was. Ist auch der Schatz. Ab nach oben. Tausend Gold. Aber beschwere ich mich nicht. Hat das jetzt auch auf der Karte angezeigt? Ja, Mythos. Ich habe ungewollt die pinke Luftstange wieder gefunden. Mit dem Skytree. Huch, der sieht riesengroß. Ein hoher Turm auf hoher See. Warte mal, das war ja Captain Tree, der es gesagt hat. Die violette Luftstange windet sich bis ganz nach oben. Die Sache muss schwierig gar nicht erwartet. Da sehe ich aber schon, wir brauchen was dafür. Also mitten random im Nichts einfach mal, ja, warum nicht? Ist es aber nicht. So, wir haben wieder mal Cheap Cheeps. Da. Steuerung ist nicht gewöhnungsbedürftig in dem Ding. Was gibt's hier? Den Sarkophag von König Chamlis. So. Gehen wir nach unten, das ist ja noch ein Schatz, den wir da haben. Querfeld einfahren. Und ein wenig Ungeziefer mitnehmen. Kennt man ja so.
Kuchen ohne die andere. Da ist eine Insel. Halleluja! Ich würde sagen, hier gibt es einen Kapelmax. Also ein Herzcontainer. Das war keine Zelda-Anspielung. Nein, nein, nein. Ich würde sowas doch nie machen. Hi! Hurra! Und die Musik finde ich hier schön. Was erinnert mich, das, was wir gerade machen, ist für mich irgendwie so gerade 1:1 Wind Waker. Ich will jetzt einfach ein wenig Feuer und dann Hintern machen. Oder Eis, je nachdem. Ja, Eis finden sie offensichtlich ganz so geil. Und komm, Sprung kriegt ihr hier nochmal reingedrückt. Einfach weil ich die natürlich mag. Und tot. Ihr seid doch tot, oder? Nee, ihr überlebt. Beißwut. War unerwartet. Also es war klar, dass die irgendwann angreifen, aber ist eine nette Attacke, muss ich schon sagen. Jetzt mit dem Hammer reindonnern. Und ich habe versagt. Ich habe kläglich versagt. Komme! Ich muss nochmal kurz. So, sorry, meine Mutter wollte was von mir. Da musste ich eben kurz hin. Da hat man sich auf eine Aufnahme gehört. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Ich lebe halt doch bei meiner Mutter. Okay, ich muss Knöpfe finden. Das kriege ich hin. Schwindibus. Und ich muss einen erneuten Cut setzen. So, und erneut sind wir wieder da. Ja, gerade geht es darum, einkaufen gehen und darum. Ja. Ja. Ja, was genau? Oh. Muss mal googeln. Aus irgendeinem kann ich die Hupe hier betätigen mit dem Knopf.
den Knopf. Nein, falsch. Die Kugel der Glückseligkeit. Oder irgendwie so. Jetzt komme ich hier rauf, oder? Ja. Schöner Spin-Move. Diese Tafel sieht ja irgendwie wichtig aus. Weißt du, was sie bedeuten hat? Weißt du, ich habe ja die Tür davon gesehen mit dem Turm, wo ich eigentlich noch gar nicht sein sollte. Und da waren 4 Symbole meines Wissens. Wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich hier ein Symbol sein, was ich brauche. Ich arbeite für die Story vor. Enttäuscht, dass ich kein richtiges Herz bin? Nimm das nicht zu Herzen. Das kann schließlich von überall eins zufliegen. Oh. 165 Leben. Ich glaube, deine KP haben sich erhöht. So, als nächstes gehen wir einfach mal zu Mr. Truhe. Tut mir leid, kein Schatz. Aber ich weiß, wo du einen richtigen findest. Na komm, wir werden heute noch diese beiden Schätze da abklappern und danach ist der Part dann auch zu Ende. Wie lange kann ich das weitermachen? Oh. Au! Was zum... Nein, warte, falsch. Hilft mir, meine Freunde! No. Sprung 1! Ganze Geld. Und vielleicht ist dafür irgendeine Person, weil wir das ja gemacht haben. Goldene Spieße kaputt. Wundervoll. Ganzen haben ohne Treffer kassiert. Gibt auch 1200 Münzen dafür, also haben wir unsere Kosten wieder reinbekommen. Kommt, wir haben mehr als nur unsere Kosten wieder reinbekommen. Insel abgeschlossen, Insel abgeschlossen. Dann fahren wir uns nochmal schnell unsere beiden Schätze abholen, dann ist der Part auch schon zu Ende. Oh. Nach da oben. Ja, immer falsch. So, Anker.
Da ist der Schatz. Ab nach oben. Heileherz. Okay. Nee, Heileherz. Das ist ein Unterschied. Einmal eben mit Macht 2 Tempo über den Ozean. Oh, Titanic Eisberg. Wir sind gleich da. Hier noch mal eben der Anker gelichtet werden. Meiner. Ein Pappmachus Steinspike. Ja, und mit diesem netten Schatz beenden wir den heutigen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!